Moin Leute, ich bin euch noch ein paar Beispiele für den Fahrtkostenzuschuss schuldig. Also, wenn ihr Bock auf einen Wechsel habt und an der Wende in Fahre wohnt, sind das 32,2 Kilometer Entfernung zu uns. Für die ersten 10 Kilometer gibt es dann nichts. Die zweiten 10 Kilometer gibt es 30 Cent, sind also 3 Euro in Summe. Dann sind es noch 12,2 Kilometer, da gibt es 35 Cent. Das sind dann 7,27 Euro in Summe mal 15 Tage pauschale Abgeltung. 109,05 Euro bekommt ihr dann netto im Monat beauftragt, quasi mit überwiesen. Ein paar andere Beispiele wären Nordenham in der Bernhardstraße, ungefähr exakt 56,55 Euro. In Bremerhaven, beispielsweise am Krankenhaus Mitte, wären das schon 152,10 Euro. Und in Bremen an der Bernhardstraße 209,33 Euro. Das Höchste, was bei uns einer bekommt, sind knappe 262 Euro. Die wohnt dann eben ein bisschen weiter weg und alles andere liegt so ungefähr dazwischen. Wenn ihr unter 50% arbeitet, gibt es die Hälfte und ab 50% eben pauschal diesen Betrag auf die 15 Tage berechnet. Heißt, wenn ihr tatsächlich, also im Ist, auch mehr als 15 Tage bei uns arbeitet, könnt ihr die Differenz noch bei der Steuer angeben und da eben die Steuern wiederholen. Das ist grundsätzlich immer ein bisschen weniger, aber immerhin. Und die ersten 10 Kilometer können auch immer noch bei der Steuer angegeben werden. Details gerne im Gespräch, dann rechne ich das nochmal vor. Ansonsten wird das hier zu komplex. Bis demnächst.